Es wird mal wieder Zeit für ein wenig Nail Art. Und zwar heute mit der Firma Love Nails. Alle Produkte unten in der Beschreibung. Gerne mal reinschauen. Wir gucken jetzt erstmal, was hier in diesem schönen Paket drin ist. So. Auf jeden Fall viele tolle Sachen für Nail Art. Was auf jeden Fall als erstes ins Auge sticht, sind hier diese Fimo-Teile. Kennen wahrscheinlich die meisten. Werden wir gleich mal durchgehen, wie ich das Ganze immer so mache. Ja, die meisten werden es schon kennen, wie das Ganze funktioniert, aber trotz alledem ist es ganz interessant mal zu sehen für Anfänger, wie das funktioniert. Also zu dem kommen wir gleich. Und dann haben wir auf jeden Fall Trockenblumen, und zwar eigentlich müssen, ja, das war der, zwei verschiedene Ausführungen. Werden wir auch gleich noch durchgehen. Auf jeden Fall sehr geiler Scheiß. Kann man sehr viel mit anfangen, vor allem für den Sommer. Sommer ist jetzt leider vorbei, aber für nächstes Jahr könnt ihr euch das schon mal vormerken. Sehr schöne Sachen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch Slider, beziehungsweise Sticker, für die, die Slider nichts sagt. Hier habe ich schon zwei ausprobiert, also nicht wundern. Werden wir auch gleich noch durchgehen. Und genau, dafür so viel dazu. Was haben wir noch? Wir haben noch Steinchen. Viele fragen mich immer noch, wie klebst du Steine drauf, ohne dass sie unter einer dicken Schicht Versiegelung verschwinden und so. Das werden wir auch gleich noch durchgehen. Habe ich zwar schon mal ein paar Mal angeschnitten, aber viele Fragen noch, deshalb mache ich es nochmal. Ist ja schnell erklärt. Zudem haben wir hier noch geile kleine Einhörner. Die werden wir auch gleich nochmal schnell auf einen Tipp drauf schmeißen. Da zeige ich euch auch nochmal eben, wie ich das mache. Genau. So viel dazu. Und dann haben wir hier noch Acrylgel. Acrylgel hatten wir in einem Video schon mal durchgegangen. Sind wir in einem Video schon mal durchgegangen, so. Und das ist natürlich wieder eine andere Marke, eine andere Arbeitsweise. Deshalb werden wir das auch noch mal in einem separaten Video durchgehen. Dazu kommen wir dann später noch einmal. Genauso hier wie der Cleaner, der gehört da auch dazu. Und dann haben wir hier noch zwei Nagelöle. Ja, zwei Nagelöle. Was haben wir, was ist das? Secret Affair? Wie riecht denn Secret Affair? Okay. In der Secret Affair riecht es jetzt nicht, aber gut. Okay. Zitrone. Ja, nicht ganz nett. Dann haben wir hier noch Pinsel bzw. Spatel. Und Pinsel. Ja, Spatel braucht ihr dann für das Acrylgel, um das Ganze auf den Nagel zu kriegen. Und die Pinsel, um das Ganze dann zu modellieren. Ja, wie gesagt, in einem anderen Video werden wir da nochmal drauf eingehen. Die können dann auch erstmal zur Seite. Ja, einen sehr geilen Kugelschreiber auf jeden Fall. Mit einer eingebauten Feile. Werde ich Franzi wahrscheinlich in die Handtasche legen, damit sie sich nicht immer ihre Finger abkaut, wenn irgendwas Kleines ist. Und eine Visitenkarte. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Unboxing. Und wir werden jetzt direkt mal mit was starten wir denn? Ich glaube, wir starten mit Steinchen. So, starten wir mit den Steinchen und mit den Einhörnern. Ja, fangen wir erstmal mit den Einhörnern an. Weil das mit den Steinchen ist dasselbe Prinzip wie mit den Einhörnern. So, da haben wir eins von den beiden. Der Nagel ist jetzt fertig quasi. Es ist Farbe drauf, es ist Versiegelung drauf, es ist alles drauf, was drauf soll. Und als nächstes nehmen wir uns einen Nagelkleber. Ganz normalen Nagelkleber. Und geben dann einen Tropfen dahin, wo ihr es hinhaben wollt. Das Steinchen oder was auch immer. Und darauf werden wir jetzt... das Einhorn legen und quasi festkleben. So,
Kleber ist schon angezogen. Müsste natürlich sehr schnell sein. So. Das Ganze lasst ihr dann nochmal kurz durchziehen. Das andere Einhorn kommt wieder in den Stall. So. Und dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Schritt. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen einfassen, wie so eine Fassung in einem Ring oder in einer Halskette, wie die Steine eingefasst werden. Und das machen wir mit einer Versiegelung. Und zwar mit einer Versiegelung ohne Schwitzschicht. Denn wenn ihr eine mit Schwitzschicht nehmen würdet, hättet ihr dann ja so klebrige kleine Punkte und die lassen sich immer schlecht abcleanern. Deshalb nehmt eine ohne Schwitzschicht, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und einen dünnen Pinsel. Dafür müsst ihr jetzt nicht gerade euren Lieblingspinsel nehmen zum Malen oder so, irgendeinen alten dünnen Pinsel, der reicht vollkommen aus. Und dann nehmt ihr euch so einen Tropfen von der Versiegelung auf den Pinsel und setzt dann an die Seiten kleine Punkte. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich auch einmal komplett ringsherum das Ganze ziehen. Aber ich finde es immer schöner, wenn nur so kleine Punkte einmal ringsherum gesetzt wurden. Das fällt dann am wenigsten auf. So, und dann könnt ihr das Ganze auch schon in die Lampe reintun. Tun tut man nicht. In die Lampe reinlegen zum Aushärten und dann dürfte das auf jeden Fall extrem bombenfest halten. Ziemlich genauso halte ich es dann mit großen Steinen, genauso wie mit kleinen Steinen. Erstmal eine runde Nagelkleber drauf. Dann macht ihr erstmal einen Punkt mit dem Kleber auf den Nagel und dann verteilt ihr den Rest mit dem Rosenholzstäbchen. So, Steine nehmen wir jetzt mal. Was nehmen wir denn? Nehmen wir die mal. Das sind drei verschiedene Größen hier in dieser Box. Von jeder Steinsorte. Sehr cool auf jeden Fall. Und dann nehme ich meine Pinzette, suche mir ein Steinchen aus und setze es erstmal da, wo es hin soll. So, Nummer 1. Es gibt natürlich auch extra Nail Art Picker, die ihr benutzen könnt. Habe ich jetzt nicht hier, deshalb nehme ich die Pinzette. Nummer 2. Jetzt kommen die noch kleineren zum Einsatz, jetzt wird es fummelig. Zack. Muss dann natürlich auch schnell sein, nicht dass euch der Kleber festpackt. Und dann könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen, wie ihr das Ganze verteilt. Ich mache es jetzt einfach mal an so einem Kreuz. Dann könnt ihr natürlich auch noch solche Perlen da drauf machen. Ist dasselbe Prinzip. Nur die würde ich komplett nur in Gel einlegen. Machen wir auch nochmal schnell. So, das heißt, der Kleber ist jetzt trocken und ihr nehmt euch jetzt einfach mal eure Versiegelung, auch wieder ohne Schwitzschicht, ganz wichtig, und setzt euch mal da Punkte hin, wo ihr die Perlen hinhaben wollt. Im gleichen Atemzug könnt ihr natürlich auch schon die Steine ein bisschen umfassen. Das heißt, ich setze hier meinen Punkt rein, hier meinen Punkt. So, und dann schmeißen wir mal die Perlen da rein, in die Versiegelung. So,
Wie gesagt, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr draufschmeißen, was ihr wollt. Und dann das Ganze einmal komplett aushärten. So, und das Einhorn ist jetzt auch fertig. Auf jeden Fall bombenfest. Bevor euch das Einhorn abfällt, fällt euch der Finger ab. Ja, das ist so meine Herangehensweise, wie ich solche großen Sachen auf den Nagel klebe. Umso feiner ihr arbeitet, umso schöner sieht es natürlich aus. Und dann gucken wir uns nochmal eben die Steine an, wenn die durchgehärtet sind. Steine sind auch fest. Bombenfest. Genau wie die Perlen. Auch bombenfest. Ja, und das ist die ganze Magie, wenn ihr Applikationen auf den Nagel kleben wollt. Ja, kommen wir mal zu Fimo. Was ist Fimo eigentlich? Fimo ist so eine Art Knete, die sehr fein in Röhrchen gepresst wird und dann unter Hitze ausgehärtet wird. Das Ganze kann man auch sogar selber zusammenbasteln, ist aber eine Schweinearbeit, also würde ich euch nicht empfehlen. Es gibt sehr, sehr günstig diese Stäbchen. Die müssen wir dann in sehr, sehr feine Streifen schneiden und die werden dann in den Nagel eingelegt. Das Ganze gibt es natürlich nicht nur in Röhrchen. Hier habt ihr natürlich mehr von diesen Röhrchen, sage ich immer, von diesen Stäbchen, weil ihr damit länger auskommt. Aber es gibt das Ganze auch nochmal schon in der geschnittenen Fassung. Die geschnittene Fassung ist meistens etwas sehr dick. Deshalb würde ich euch immer empfehlen, diese Stäbchen zu holen, denn da könnt ihr die Stärke der einzelnen abgeschnittenen Applikationen selber euch zurechtschneiden oder selber variieren, wie dick ihr die haben wollt. Umso dünner, umso besser und das werden wir heute mal versuchen. So, nehmen wir uns mal diese Melone vor. Franzi kriegt gleich einen kleinen Obstsalat auf den Nagel. Ja, was müsst ihr beachten? Am besten die Dinger ein bisschen vorwärmen. Ich habe es immer so gehalten, dass ich die kurz in die Lampe reingetan habe für ein, zwei Minuten. Denn wenn die wärmer sind, lassen die sich besser schneiden. Ja, warm sind sie jetzt. Ich habe sie jetzt gerade aus der Lampe rausgeholt und dann müssen wir jetzt gucken. Am besten organisiert ihr euch so ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Geht natürlich auch. Vorsichtig, nicht schneiden. Und dann versuchen wir das Ganze so dünn wie möglich abzuschneiden. So, das wäre jetzt auch eine schöne Dicke, um das Ganze auf den Nagel aufzulegen. So dick sollte es dann ungefähr sein. Viel dünner kriegt das auch nicht. Was ihr dann noch machen könnt, ist euch natürlich eine halbe Melone machen oder eine Viertelmelone. Da ist der Fantasie jetzt wieder keine Grenzen gesetzt. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an, die kleinen Dinge auf den Nagel zu bringen. Als erstes habe ich den Nagel vorbereitet. Da ist jetzt Primer, Haftgel drauf und natürlich gefeilt und tralala. Als nächstes machen wir eine dünne Schicht Aufbaugel drauf. Eine dünne Schicht klares Aufbaugel, ganz wichtig. In diese Schicht werden wir gleich die Fimos reinlegen. Fimos? Genau. So, das hätten wir schon mal drauf. Ich habe jetzt hier schon ein paar vorbereitet und geschnitten. Noch einen kleinen Fruchtsalat. Und dann, ja, was ihr euch nehmt, ist eigentlich egal, um die Dinger da drauf zu packen. Worauf ihr achten solltet, ist, da die ja relativ dick sind, solltet ihr die größten Teile am besten möglichst mittig unter den Apex ablegen. Oder wie gesagt, möglichst mittig, nicht gerade vorne an der Spitze oder hinten an der Nagelhaut. Denn wenn ihr das nachfeilt, dann feilt ihr den Fimo kaputt und könntet den Fimo auch ja, aus dem Nagel wieder rausfeilen oder der könnte rausplatzen. Deshalb möglichst versuchen, das Ganze wirklich hier so mittig zu halten, auch nicht gerade an der Seite. Denn an der Seite wollen wir den Nagel auch relativ dünn halten, deshalb da am besten auch nicht. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal die Melone möglichst in die Mitte packen. Dann könnt ihr natürlich so halbe Teile oder Viertelteile auch noch zurechtschneiden. Ich mache jetzt mal hier einen halben Apfel noch aus dem einen draus. So. Und noch ein Viertel. Was war das hier?
Limette. Limette. So. Und die kommen dann auch noch dazu. Da könnt ihr jetzt natürlich auch noch drunter einen French machen oder eine Tupftechnik oder sonst was. Danach dann das Aufbaugel, danach den Fimo. Oder ihr nehmt einen Glasnagel, legt dann das Fimo drauf. Oder ihr macht jetzt hier noch kleine Steine, nicht Steine, diese kleinen Perlen könnt ihr jetzt hier auch noch mit drauf packen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Da ist jetzt, wie gesagt, eure Fantasie gefragt. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ich werde das Ganze jetzt hier mit ein bisschen Gel noch fixieren. Denn da Fimo nicht gerade durchsichtig ist, wird Gel unter dem Fimo nicht aushärten. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt nochmal mit so ein paar Streifen Gel einmal überziehen. Möglich nur so ein bisschen. Wir wollen jetzt hier nicht groß den Nagel modellieren oder so. Wirklich nur, dass die einmal fixiert sind. So. Und dann kommt das Ganze zum Aushärten in die Lampe rein. So, als nächstes müsst ihr jetzt natürlich darauf achten, wenn ihr jetzt einfach Aufbaugel draufhaut, dass ihr keine Blasen reinbekommt. Das heißt, ihr solltet jetzt erstmal vorsichtig um die ganzen Fimos ein bisschen Gel herumtupfen. Damit, wie gesagt, da keine Blasen entstehen. Wenn wir jetzt da einfach Aufbaugel drüber ziehen würden, kann es gerne mal passieren, dass da kleine Lufteinschlüsse sind. Das heißt, die wollen wir jetzt erstmal vermeiden, indem wir so ein bisschen mit so ein paar Tropfen Gel da ringsherum tupfen. Und das Ganze einmal schön einschließen. Und danach kommt ganz normal das Aufbaugel drauf. Das heißt, der Apex wird ausgearbeitet. Und wie ihr es halt kennt. Jetzt macht es sich bezahlt, wenn ihr den Fimo sehr dünn gearbeitet habt. Dann ist es jetzt natürlich sehr einfach, das Ganze schön dünn zu machen, den Nagel. So. Und dann kann das Ganze wieder in die Lampe rein. Nach dem Aushärten ganz einfach nachfeilen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt den Fimo sehr dünn gemacht habt, dann dürfte es kein Problem sein, das Ganze nachzufeilen. Und wenn auch alles schön abgedeckt ist, dürfte es auch kein Problem sein. Und dann kommt einfach noch die Versiegelung drüber oder noch ein paar Applikationen, ein paar Steine, wenn ihr möchtet. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. So, das Ganze ganz normal abcleanern und dann könnt ihr es auch schon nachfeilen. Wenn ihr wirklich mal durchdringen solltet zu den Fimos, ist es jetzt nicht ganz so schlimm, solange die nicht ganz frei liegen. Denn wenn sie frei liegen, können die gerne mal schnell rausspringen. Und dann solltet ihr auf jeden Fall aufhören, an der Stelle weiter zu feilen. Ansonsten, falls ihr mal durchdringt und die ein bisschen abstehen, Versiegelung drüber. Und wenn an der Versiegelung so ein kleines Häkchen absteht, einfach nochmal drüber buffern über die Versiegelung und dann nochmal eine neue Versiegelung. Und dann ist das Ganze auch arschglatt. So, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ihr ein bisschen das Fimo rausfallt, hier bin ich jetzt ein bisschen an die Limette dran gekommen. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, müssen wir gleich mal gucken, wie es nach der Versiegelung aussieht. Aber es dürfte eigentlich passen. Als nächstes die Versiegelung, ganz normal, die ihr da habt. Und dann kann das Ganze schon in die Lampe rein und wir sind fertig. Als nächstes kommen wir zu den Blumen, zu den Trockenblumen besser gesagt. Hier haben wir ein paar zur Auswahl. Ja, die großen werde ich jetzt nicht verwenden, die sind wirklich ein bisschen monströs. Wir werden jetzt erstmal die kleinen nehmen. Fast selbe Prinzip wie beim Fimo. Das heißt, das Ganze kommt unter das Aufbaugel.
Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Applikationen wie Tupfen oder Farben oder Glitzer haben wollt, dann würde ich erst die Farben tupfen oder was auch immer, dann eine dünne Schicht Aufbaugel und dann werden die Blumen eingelegt. Ja, und starten wir doch einfach damit. So, wie gesagt, eigentlich, wenn ihr jetzt Glitzer haben wollt, würde ich das hier jetzt einarbeiten. Ansonsten machen wir das jetzt so. Eine dünne Schicht Gel. Oder ein bisschen, ja, dünn bis mitteldick. Und dann kommen auch schon die Blumen zum Einsatz. Welche hättest du gern? Gelb, aber ich weiß nicht, ob ich das Gelb oder das Gelb haben will. Weiß ich noch nicht. Ich nehme das dunklere Gelb. Welches ist das dunklere? Das. Was? So, dann nehmt euch wieder auf wie so ein Geltropfen auf irgendeinem Nail-Art-Tool, was ihr rumliegen habt. Nehmt euch die Blume drauf, legt die in das Gel ein und dann könnt ihr jetzt noch einen Vielleicht noch eine anderen. weiße. Ja. Oder blau, 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 blau. Die? Ja. Nehmen wir eine blaue dazu. Auch hier werde ich wieder so ein paar Gelstriche drüber ziehen, damit das Ganze noch ein bisschen mehr fixiert ist. Und wir dann gleich kein Problem kriegen beim Aushärten oder beim Aufbaugel drüber ziehen. Und dann kommt das Ganze erstmal in die Lampe rein zum Aushärten. Wenn ihr Bock habt, da noch irgendwelche Perlen einzuarbeiten, genau wie beim Fibo oder was auch immer, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch tun und dann das Aufbaugel drüber machen. So, auch hier wieder, damit wir keine Luftblasen reinkriegen, so ein bisschen das Gel auf die Blumen erstmal tupfen, damit das Ganze einmal eingeschlossen ist. Und dann kommt auch schon das Aufbaugel zum Einsatz. Kannst du mal drüber ziehen, wie ihr es schon kennt. Hier müssen wir jetzt nicht so viel darauf achten, dass wir irgendwie an die Seiten zu viel von den Blumen haben oder so, denn die sind so flach, das merkt man nicht. Und dann kann das Ganze auch schon in die Lampe rein. So, als nächstes kommen wir zu den Slidern, Schrägstrich Aufklebern, Schrägstrich was auch immer. Ja, wie ihr die auf den Nagel bekommt, erzähle ich euch jetzt mal schnell. Und zwar brauchen wir dafür erstmal Wasser, am besten warmes Wasser, weil dann lassen die sich besser gleich formen auf dem Nagel, wenn die ein bisschen warm sind. Ansonsten eine Versiegelung und einen schon fertigen Nagel. Das heißt, der hier ist jetzt schon, da ist schon Aufbaugel drauf, da ist, ja, der ist schon fast komplett fertig, der ist nachgefeilt. Und da werden wir jetzt Versiegelung drauf machen und dann kommen die Slider da drauf. Ich werde die jetzt erstmal in Wasser einlegen. Hier ist das Wasser. Dafür nehme ich jetzt erstmal eine Zellette. Tauche die da mal kurz ein. Und dann lege ich da den Slider drauf. Passgenauigkeit ist natürlich jetzt auch wichtig. Welchen wollte man nehmen? Den hier, ne? Den, ja. Ähm, Nicht so was Breites am besten, ne? ja, hier den kleinen Eiffelturm am besten, der müsste ja passen, ja. Ja, umso genauer das Ganze passt, umso schöner sieht es dann am Ende auch aus und ihr habt nicht so viel Probleme mit irgendwelchen abstehenden Kanten oder so. Das heißt, wir schneiden den jetzt erstmal möglichst genau aus, so wie er jetzt ist. So ein bisschen Bastelarbeit. Gucken wir mal, ob das hier drauf passt. Ja, das würde ziemlich genau passen. Genau, und den braucht ihr jetzt einfach nur auf die Zellette legen und das Ganze kurz ein paar Minuten ziehen lassen. So, in der Zeit machen wir jetzt schon mal den Klarlack, beziehungsweise die Versiegelung auf den Nagel drauf. Es sollte eine Versiegelung mit Schwitzschicht sein, denn die ist ein bisschen flexibler und dadurch ja, hält das Ganze ein bisschen besser.
Diese Versiegelung lassen wir jetzt auch nur 30 Sekunden in der Lampe, also wir wollen die nicht ganz durchhärten, sodass sie noch eine sehr starke Schwitzschicht hat. Tu mal rein. Dann können wir schon mal gucken, ob das die ganze sich jetzt hier schon ablöst. Das geht schon. So, das Ganze ist jetzt hier noch so ein bisschen feucht. Und dann nehmen wir jetzt unseren Slider. Legen den da vorsichtig drauf. Und drücken das Ganze jetzt an den Nagel an. Könnt natürlich jetzt auch noch einen anderen Untergrund wählen. Ich habe jetzt hier ein Make-up-Gel. Ihr könnt natürlich auch ein Farbgel drunter machen oder eine Tupftechnik oder was auch immer ihr im Kopf habt. Könnt ihr da drunter machen. Jetzt einfach mal eine Zillette und drücke einfach mal fest drauf. Ihr könnt den Slider auch noch so ein bisschen hin und her schieben, ein bisschen länger ziehen. Wie gesagt, wenn der warm ist, kann man den noch ganz gut anpassen. Vor allem vorne an der Spitze sollte das möglichst gut sitzen. Dann schneide ich den jetzt vorne schon mal so ein bisschen grob ab. Worauf ihr achten solltet, ist natürlich, dass nichts absteht. Das wäre fatal, denn wenn was absteht, dann habt ihr dann und gleich die Versiegelung drauf macht, dann habt ihr da so eine Kante und die müsstet ihr dann auch wieder wegbuffern und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. So, und wenn ihr denkt, dass das Ganze gut sitzt, guckt nochmal, ob irgendwo was absteht oder so. Und dann kann das Ganze auch schon in die Lampe rein zum kompletten Aushärten. Das Ganze würde ich so 60 Sekunden mindestens drin lassen. Und dann werden wir das Ganze gleich nochmal ein bisschen bearbeiten. So, als nächstes haben wir das Ganze jetzt schon mal drauf. Jetzt haben wir hier vorne natürlich die blöde Kante. Die können wir jetzt mit dem Buffer vorsichtig wegmachen. Wichtig dabei ist, das Ganze nach unten wegzufeilen. Nicht nach oben, denn dann könnte es passieren, dass ihr euch das Ganze wieder leicht abzieht. Also wirklich nur so nach unten. So, und dann kommt wieder die Versiegelung zum Einsatz. Das Ganze am besten zweimal versiegeln. Auch schön die Ecken mit einschließen. Also nicht an die Haut kommen jetzt hier hinten, aber auf jeden Fall hier vorne schön das Ganze umschließen, ummanteln, damit da keine Chance ist, dass da irgendwie Luft reinkommen kann. Und dann kann das Ganze in die Lampe rein und das Ganze machen wir zweimal. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit unserer kleinen Exkursion in die Welt des Nail Arts mit der Firma Love Nails. Wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Sehr schöne Produkte, gute Auswahl und das Acrylgel werden wir dann auch nochmal ausprobieren in einem separaten Video. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Würde mich freuen, euer Chris.